Hallo, ich bin Wolfgang von Mein Schöner Garten. Endlich Frühling, die Bäume und Sträucher treiben aus. Da muss man schon mal zur Astschere greifen, damit es draußen im Garten keinen Wildwuchs gibt. Welche sich dafür am besten eignet, das testen wir jetzt für gutewahl.de. Wir haben uns 10 Astscheren zwischen 22 und 130 Euro für euch angeschaut. Alle gehören in die Gruppe der Bypass-Astscheren. Besonders interessiert haben uns die Kategorien Qualität, Funktionalität und Ergonomie. Alle getesteten Astscheren arbeiten mit der sogenannten Bypass-Schneidtechnik. Hier gleiten die beiden Klingen wie bei einer Papierschere aneinander vorbei und hinterlassen einen glatten Schnitt. Vorteil der Bypass-Scheren: sie eignen sich gut für frisches, weiches Holz. Der Schnitt gelingt ohne zu quetschen. Man kann die Klingen außerdem nah am Stamm ansetzen, es bleiben also keine Aststummel stehen. Die meisten Astscheren punkten mit gutem Material und sauberer Verarbeitung. Besonders überzeugt hat uns hier das Modell von Fiskars, das zudem auch optisch viel hermacht. Die Astschere von Meister wirkt dagegen etwas unsauber gearbeitet und hat viel Spiel in den Teleskoparmen. Wir haben mit allen 10 Scheren frische Triebe von Bäumen und Sträuchern geschnitten. Diese jeweils mit verschiedenen Durchmessern, um zu prüfen, ob die versprochenen maximalen Astdurchmesser zwischen 30 und 57 mm auch wirklich durchtrennt werden. Die Schere von Barco hat diese Aufgabe sehr gut gemeistert. Einfacher gelingt das bei großen Astdurchmessern mit Geräten, die ein extra Getriebe haben. Damit wird die Kraftübertragung von den Armen über die Holme auf die Schneidklingen optimiert. Besonders leicht war der Schnitt bei den Getriebeastscheren von Fiskars und Felco. Auch die Schnittleistung der günstigeren Geräte geht meist in Ordnung. Allerdings tut sich die Schere von Grüntech mit dem versprochenen Astdurchmesser von 57 mm in unserem Test sehr schwer. Dabei sind die Klingen bei mehreren Versuchen verkantet. Ein Nachteil der Getriebeastscheren ist der große Öffnungswinkel der Griffe, was bei Schneidarbeiten im Strauchinnern lästig sein kann. Hier lohnt sich ein Blick auf die Grifflänge. Je länger die Holme, umso besser die Hebelwirkung, aber umso sperriger ist auch die Astschere. Bei den Teleskoparmen von Wolfgarten und Meister kannst du die Holmlänge einfach per Knopfdruck verändern. Durch diese Zusatzausstattung wird die Schere allerdings auch um einiges schwerer. Eine schwere Astschere ist von Nachteil, wenn du sehr viel schneiden musst oder wenn du lange über Kopf arbeitest, weil die Arme dann schneller ermüden. Die beiden leichtesten Modelle in unserem Test sind die von Fiskars und von Sienna Garden. Fast schon Schwergewichte sind dagegen die Scheren von Barco und von Wolfgarten. Guten Schnitt für wenig Geld garantiert unser Preis-Leistungssieger, die EasyCut von Gardena. Das Gerät ist sauber verarbeitet und liegt sehr gut in der Hand. Dank Rückschlagpuffer und relativ geringem Gewicht kannst du damit lange arbeiten, ohne schwere Arme zu bekommen. Unser gute Wahl-Testsieger ist die Fiskars L78. Sie ist sehr leicht, schafft dank Getriebetechnik einen hohen Astdurchmesser von 50 mm und hinterlässt ein sehr sauberes Schnittbild. Wir finden, das ist die richtige Astschere für alle, die viel und gut schneiden wollen. Zum Ausstattungssieger küren wir die Astschere von Wolfgarten. Als Bypassschere mit Getriebe und Teleskoparmen ist sie zwar etwas schwerer als die beiden Testsieger, hat uns aber dennoch mit sauberem Schnitt, guter Kraftübertragung und solider Verarbeitung überzeugt. Wenn du wissen willst, wie die einzelnen Scheren genau abgeschnitten haben, findest du den vollständigen Test auf gutewahl.de. Den Link dazu und zu allen Produkten gibt's in der Videobeschreibung. So, und nun werde ich mal aus den ganzen Schnittresten Kleinholz machen, damit alles in diesen Abfallsack hineinpasst. Endlich Frühling, die Bäume und Sträucher treiben aus. Ja, und nochmal. Draußen im Garten kein Wild. Falsch. Easy Cut von Gardena. Nochmal von vorne.